Halli, hallo, hallöchen, liebe Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS2. Mein Name ist Tovo100. Das hier ist jetzt Part 243. Und ja, wir haben in der letzten Folge eine Tour nach Island angenommen. Und fahren jetzt sozusagen von Leipzig nach Isk. Und ja, mal gucken, wie es uns dabei gehen wird. Streckenlänge 2736 Kilometer. Wobei das nicht unsere, naja, Fahrstreckenlänge ist, sondern es halt eben die Gesamtlänge mit Seeweg und allem drum und dran und so weiter und so fort. Wir werden jetzt aber weiterfahren hier. Wir sind gerade auf der Autobahn raufgefahren. Und ich hoffe, wir werden hier ein bisschen entspannte Zeit da bauen. So einen kleinen Speedscan. Und ich habe eine sehr... Wow, ich habe sehr, sehr wenig FPS hier. Das ist schon im 20er-Bereich. Das gibt es gar nicht. Das gibt es echt nicht. Was ist hier? Ist hier so viel los? Was? Verkehr, Flughafen, was ist hier kaputt, hä? Warum ich so wenig FPS? So, das hier wird übrigens mal eine Tour sein, wo wir die meiste Zeit wohl am Tag fahren werden. Denn wir haben 9:30 am Morgen jetzt und wir dürfen noch 8,5 Stunden fahren. Ja, 8,5 Stunden dürfen wir dann fahren. Dann werden wir irgendwann mal pennen und dann früh morgens am nächsten Tag wieder raus. Ja. Das heißt, wobei, je nachdem, wie lange wir jetzt hier in Deutschland noch machen, wir werden ja in Dänemark, werden wir ja hier auf Dings fahren, auf die Fähre. An Hirtshals, haben wir ja gesehen, im letzten Part. Auf, nee, in Hirtshals auf die Fähre fahren. Mal gucken, ob wir überhaupt in diesen 8,5 Stunden dort ankommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube eher nicht. Ich glaube es nämlich nicht. So, rechts kommt nichts. Mann, Mann, Mann. So, wir kommen jetzt wieder an Halle vorbei. Dort haben wir ja das letzte Mal abgeladen. Unsere letzte Tour. Halle liegt an der Saale. Das habe ich das letzte Part schon mal gesagt. Das habt ihr mir aber erklärt. Konnte mir sonst diese Saale nicht erklären. Warum auch immer. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass das ein Fluss sein könnte. Meine Fresse, fahr ein bisschen langsamer. Ich habe jetzt echt gehabt, der fährt mir hinten drauf, ey. Ich habe jetzt echt Angst gehabt. Echt Angst hatte ich jetzt gerade gehabt. So, den überholen wir auch noch. Jetzt hoffentlich keiner rausgefahren. Fuck! Ach, Manu. Ach so, wisst ihr, was denn gerade einfällt? Ich habe mir überlegt, ich werde mal eben die Regenwahrscheinlichkeit ein bisschen höher stellen, weil es so selten bei uns regnet, Freunde. Finde ich ein bisschen schade. Weil man muss schon zugeben, Regen hier in ETS2 sieht eigentlich ganz cool aus. Und ich wollte ja eh schon immer mal gucken, wie Regen auf den Ultra-Einstellungen aussieht, weil ich habe jetzt den, naja, neuen Rechner seit Sommer und ich habe noch nie gesehen, wie Regen wirklich aussieht hier. Auf den alten PC musste ich Regeneinstellungen, hatte ich immer auf niedrig und so weiter. Deswegen bin super gespannt, wie das Ganze auf Ultra aussehen wird. Es hat nämlich schon lange nicht mehr geregnet, ne? Ich kann mich an ein paar Folgen noch erinnern. Zum Beispiel die eine, wo wir mit Mercedes noch gefahren sind, mit dem Grünen. Ich glaube, da hat es einmal geregnet gehabt, aber da hört es irgendwie auch schon auf. Ich glaube, seitdem hat es nicht mehr geregnet, glaube ich. Ich glaube ganz schön viel. Das heißt, wissen tue ich nichts. Ey, immer wenn ich gleich ansetzen will zum Überholen, fährt auch noch mal einer von an uns vorbei. Und da hinten kommt auch schon der nächste. Das heißt, wenn die da vorne noch langsamer werden, dann muss ich bremsen. Und ich will nicht bremsen. Deswegen... Ah, komm, den Weißen lasse ich noch. Oh, shit. Jetzt musste ich doch bremsen, verdammt! Heilig Scheiße. Okay, das mache ich nie wieder. Das mache ich nie mehr wieder, Alter. So eine Rotze aber auch. Völlig falsch eingeschätzt jetzt gerade. Das hätte ich mir gerade echt sparen können.
Meine Fresse, ey. Dann hau ich dagegen noch gegen das Mikrofon. Wenn ich nicht ganz so schnell fahren würde, dann müsste ich auch nicht ständig überholen. Dann setze ich den Tempomat halt lieber auf 82. Bin zwar dafür natürlich etwas langsamer unterwegs, aber wir müssen mal überlegen. Das sind in der Stunde gerade mal 3 km/h. Beziehungsweise 3 Kilometer, die ich langsamer bin. Ja. Und wie lange braucht man für 3 Kilometer so auf der Autobahn? Keine Ahnung, eine Minute, anderthalb. Das heißt, man ist am Ende doch nur anderthalb Minuten schneller gewesen wie ohne. Ist ja auch egal. So, 82 km/h werden erstmal reichen, weil ich habe keinen Bock, irgendwie groß auf ein Überholmanöver anzusetzen. Ich will entspannt hier rumfahren. Ein bisschen die Aussicht genießen. IKEA haben wir dort schon wieder. Boah, ey, die Aussicht ist gar nicht mal so übel, ey. Manchmal vergesse ich, dass... Ich meine, ETS 2 ist ja jetzt auch nicht mehr so das aktuellste Spiel, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ETS 2 sieht immer noch sehr, sehr hübsch aus irgendwie. Weiß nicht, für das, was es ist, ein LKW-Simulator, sieht ETS 2 wirklich verdammt gut aus, in meinen Augen. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, mit irgendwelchen Visual Settings noch ein bisschen die Grafik sogar zu verbessern, so die Beleuchtung und so weiter, die Farben, die Intensität und so weiter und so fort. Wow. Das ist gefährlich gemacht hier. Hier wäre Warnblinklicht ja schon fast eher angebracht. Ich glaube, bis wir nämlich mal da durchkommen hier, wird einige Zeit vergehen. Komm, der LKW kann jetzt fahren. Komm, fahr. Er fährt nicht, Alter. So, jetzt wird er aber hoffentlich fahren. Es kommt ja nichts. Okay, es geht weiter. Sehr schön. Boah, das ist echt gefährlich gemacht hier, ey. Bist du voll entspannt auf der Autobahn, denkst du nichts bei und auf einmal rast du da hinten in so ein Stauende rein, weil hier so viele Leute stehen bleiben müssen, weil wegen Reißverschlussverfahren und so kennen die nicht. Oder man hätte ja auch vorher schon warnen können, hier nur noch 70 fahren, dann 60, weißt du, immer langsamer und dann schon mal so Schilder zum Einordnen oder sowas, wo man sich besser darauf vorbereiten kann, dass man das überhaupt machen muss. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, warum es mir so schnell vorkam, weil mein Analog-Tacho ein bisschen abweicht vom digitalen Tacho. Laut analogen Tacho fahre ich jetzt genau 60 und laut dem digitalen Tacho fahre ich 64. Auch nicht schlecht. Hier kommt gleich eine Baustelle in 400 Meter. Oh, hier müssen wir auch wieder links auf die Spur. Gibt es dort eine Ampel oder wie sieht's aus? Ich hoffe, es gibt da eine Ampel. Ich muss eh mal pinkeln. Spaß beiseite. Ja, okay, es gibt eine Ampel. Die sieht ja süß aus. Das Lustige ist, ich kann immer noch meinen Scania hören von hier aus. Richtig cool gemacht. Finde ich schön. Da, guck, mein Scania. Lass mal ein bisschen mit Lichthupe. Da, oh Mann, ist das hell. Wahnsinn. Und es geht weiter. Mal gucken, ob ich so überhaupt fahren kann. Hallöchen. Okay, jetzt brauche ich aber spätestens die Innenkamera wieder. Sonst verbocke ich es wieder. Und mache irgendwas kaputt. Und das will ich ja nicht. ja, genau. Alles klar. Aber ich hasse solche Hustenanfälle, wo du dann dabei noch kotzen musst, weil dir dabei so schlecht wird. Und das habe ich ja manchmal. Also gestern... Und vorgestern war es am schlimmsten, fand ich. Da
da hatte ich so die schlimmsten Hustanfälle, die ich jemals hatte. Zumindest kann ich mich an keine erinnern, die schlimmer waren. Das war echt nicht schön so. Fand ich wirklich nicht schön. So, ich werde mal ein bisschen langsamer, weil wir schließen da vorne schon wieder auf und das gefällt mir nicht. So, der will überholen, alles klar. Es kommt eine Kurve, ich kann nichts sehen. Ja. Der wird wahrscheinlich auch nicht viel sehen können, aber ne, die AI-Fahrer, ich weiß auch nicht. So, oh, da hinten ist ein Fernsehturm. Oder irgend so ein Turm halt eben. Sieht aus wie ein Fernsehturm. So, wir sind ein bisschen schneller als unser Vordermann hier auf der Landstraße. Naja, würde ich jetzt nicht wirklich empfehlen zu überholen mit dem LKW. Es sei denn natürlich, man sieht was und man ist wirklich deutlich schneller als der Vordermann. Dann, ja, aber in dieser Situation jetzt wirklich nicht unbedingt, weil es kommt eine Rechtskurve und man sieht nichts, ob vorne was kommt oder nicht. Und auf dem Navi sieht man eh, da vorne kommt gleich eine Kreuzung, also würde sich das Überholen auch überhaupt gar nicht mehr lohnen. Hier ist ein kleines Dörfchen oder sowas. Ey, Mann, sowas gefällt mir. Uelzen. Ich bin in Uelzen. Menschen, Skinner noch mal, habe ich noch nie gehört, ey. Okay, ein kleines Dörfchen scheint das hier aber trotzdem nicht zu sein. Sieht schon ein bisschen größer aus. Ludwigslust, alles klar. Und Dannenberg. Oh, hier ist eine 30er-Zone. Mann. Ich liebe das Pro-Mods-Team. Leute, falls jemand hier zuschauen sollte, und er ist zufälligerweise aus dem Pro-Mods-Mod-Team, ihr leistet die beste Arbeit, was Modding angeht, die ich je gesehen habe. Ihr seid echt die coolsten. Ihr seid die besten. Wirklich. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Und jetzt werde ich sentimental. Nein, ihr macht, ey, die Leute, die machen verdammt geile Arbeit, Mann. Leute, guckt euch das doch an, was wir hier alles haben mit der Pro-Mods. Und ich werde überholt, das ist aber für mich nicht so schlimm. Übrigens, mir hat einer auf meiner Facebook-Fanpage, da könnt ihr übrigens mir auch Nachrichten schicken, falls ihr mal Probleme habt oder sowas. Ja, also, nicht vergessen, Leute, ich habe eine Facebook-Fanpage, da könnt ihr mich anschreiben, da könnt ihr mir PNs schreiben. Ihr könnt mir übrigens auch auf YouTube welche schreiben, wenn ihr wollt. Ich habe Twitter und ich habe übrigens eine öffentliche Steam-Gruppe erstellt, der ihr frei beitreten dürft, je nach Lust und Laune. Oh, was ist denn das hier? Cool. Und ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, einer hat mir geschrieben, er spielt selber hier mit dieser Pro-Mods-Map, mit der ich auch spiele, auf derselben Version. Und auf jeden Fall sagte er mir, es funktioniert alles super mit der Balkan-Add-on, mit der Pro-Mods-Add-on, nein, das wollte ich nicht sagen. Mit Russia-Map 1.7 spielt er auch. Und er wollte mich darüber hingehend informieren, dass alles super miteinander funktioniert. Es gibt absolut keine Probleme. Und ich denke, ich werde jetzt bald demnächst die Russia-Map 1.7 definitiv wieder mit installieren. Mir fehlt Russia natürlich. Ja, hat sehr viel von der Map ausgemacht, finde ich. Und ich habe ja auch nie gesagt, dass ich nie mehr mit der spielen werde. Ich habe nur gesagt, jetzt erstmal voraussichtlich. Na, ihr wisst schon Bescheid. Auf jeden Fall meinte er, es funktioniert alles super. Und vielen Dank für deine Nachricht. Ich hoffe, du fühlst dich angesprochen. Hier leckt es ein bisschen. Und ich weiß auch nicht, vielleicht tue ich mir auch wieder dieses Balkan-Addon an. Weil das fand ich eigentlich auch ganz cool, so nach Kroatien und so. Fand ich jetzt nicht überragend geil, weil es jetzt auch nicht wirklich riesig war. Aber ich glaube, mittlerweile sind wohl ein paar Städte dazugekommen. Also von dem her kann man sich das Ganze doch nochmal angucken. So. Ah, jetzt, wo ich stehen bleibe, wird die Ampel grün. So, der biegt rechts ab. Oh, ein cooler Trailer hat er. 4-Achser. So, falls hier jemand nach rechts abbiegen sollte, sollte ich vielleicht nicht weiter vorfahren. Die haben aber immer noch grün. Ah, jetzt bleibt er stehen, weil sie rot bekommen. Ich hoffe, der Audi A3 fährt jetzt nicht gleich los, weil die Ampel ja rot geworden ist und ich hier noch auf der Kreuzung stehe. Aber dafür kann ich jetzt auch nichts.
So, ich bin bei einer Viertelstunde. Gut, 15 Minuten sind rum. Das wird jetzt auch erstmal der letzte Part für heute sein, weil sonst würde ich noch mehr aufnehmen. Aber ich will ja den anderen Part noch rendern, damit ich definitiv heute noch eine Folge hochladen kann. Das habe ich euch ja versprochen, dass ich versuche, das hinzubekommen. Jetzt kommt da vorne schon die nächste Kreuzung. Das heißt, ich kann auch schon mal wieder abbremsen hier. Neuhaus. Boah, ist das cool, ey. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich Promods Map noch loben soll, ey. Echt? Finde ich absolut geil. Was ich jetzt in letzter Zeit auch öfter mal gefragt worden bin, ist, wie man überhaupt Promods Map herunterlädt und ob man dafür was zahlen muss oder ob man dazu ein Programm braucht oder so. Da antworte ich immer wieder mit eigentlich nein. Ihr müsst nichts bezahlen und wegen Programme oder sowas, ihr braucht eigentlich nur ein einziges Programm und zwar WinRAR oder WinZip, um halt die heruntergeladenen Dateien zu entpacken. Und sobald ihr diese dann halt entpackt habt, dann könnt ihr sie in den Mod-Ordner schieben. Und ja, das Downloaden ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr werdet dort sogar herumgeführt und das sogar auf Deutsch. Also ich weiß nicht, was daran manchmal so schwierig ist. Klar ist es ein bisschen umständlich, aber ich finde, ProMods Map Team hat sich da ein riesen Forum aufgebaut, was ich überaus ordentlich geil finde. Und die haben das geil gemacht. Und vor allem, Leute, es gibt zwei verschiedene Arten oder Möglichkeiten, wie ihr denn runterladen könnt. Ihr könnt ein bisschen Geld bezahlen, dafür bekommt ihr einen Highspeed-Download ohne Werbung, ohne nichts. Oder ihr bezahlt halt eben gar nichts und dafür bekommt ihr das Ganze kostenlos. Zwar nicht mit Highspeed-Download und mit Werbung und so, aber ja, wer es halt eben kostenlos haben will, ne, der muss halt auch ein paar Sachen über sich hergehen lassen. Und, aber ganz ehrlich, ich finde das mit dem Geld, ich weiß auch gar nicht, wie viel das ist, ich glaube, es ist nur ein Euro oder sowas. Dann könnt ihr das ganze Ding runterladen mit einem Download-Link. Kostenlos habt ihr, glaube ich, übrigens, ich glaube, 7 Download-Links oder so, weil das Ganze in 7 Parts gesplittet ist, weil die Map halt eben so groß ist. Aber, ja, keine Ahnung, ich finde das Geld eigentlich sehr berechtigt, weil es sind wirklich nur ein paar Cent oder Euronen, keine Ahnung. Ich glaube, es sind 99 Cent oder sowas. Ich weiß es echt nicht mehr, Leute. Ich habe absolut keinen Plan mehr. Aber ganz ehrlich, man könnte... Wenn ReProMods Map als DLC rauskommen würde, als kostenpflichtiges DLC, selbst da würde ich zahlen. Und ich finde, dieses ReProMods Map ist viel mehr wert als das Viva la France DLC. Und das kostet schon 18 Euro, was ich wirklich happig finde. Ich finde es happig. Ich werde es mir aber natürlich auch irgendwann kaufen. Definitiv. Ich bin ETS 2 Fan. Ich habe bis jetzt alle DLCs. Außer halt jetzt das Viva le France. Außerdem habe ich alle DLCs. Und ich werde dabei dranbleiben. Ich werde mir alle DLCs kaufen, die rauskommen werden. Ich werde mir allerdings die DLCs... Ich glaube, ich habe kein einziges DLC als Vollpreis gekauft. Außer das Skandinavia. Aber auch nur, weil ich mir ETS 2 in Skandinavia Edition gekauft habe. Und hier ruckelt's. Aber heftig, ey. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich habe mir, ich glaube, noch kein einziges DLC im Vollpreis gekauft, sondern immer nur halt, wenn es beim Sonderpreis war oder sowas. Und ich warte ja schon auf die Christmas Sales. Und wenn da Viva le France oder Vive oder Vive oder wie auch immer Le France heruntergesetzt sein sollte, dann werde ich es mir kaufen. Ich werde dann natürlich zuschlagen. Und ja. So, jetzt gucken wir aber erstmal hier mit ProMods weiterspielen, ganz normal. Und die ganzen Sachen ins... Genau, apropos, jetzt fällt mir gerade wieder ein. Ich habe ja vorhin gesagt, ich will ja vielleicht die Russ-Map und so wieder installieren. Das sollte ich vielleicht erst dann machen, wenn ich überhaupt das DLC heruntergeladen habe, weil es dafür wahrscheinlich auch wieder eine neue ProMods-Map geben wird. Eine aktuellere Version. Eventuell ist das France-DLC dann sogar Pflicht. So wie bei Skandinavia und Going East. Ihr braucht die zwei DLCs, um mit ProMods Map spielen zu können. So, wir dürfen nur knapp 3 Stunden fahren.
Und dieser Part geht auch nicht mehr lange, weil ich bin ja schon bei 20 Minuten. Gucken wir mal kurz auf die Map, wann die nächste Tanke kommt. Oder Raststätte, wie auch immer. Da werden wir dann drauf fahren. Wenn es nicht so lange wäre bis dahin. Okay, bis da hoch, das werden wir noch hinkriegen. Da kommt dann ein Motel oder ein Hotel, wie auch immer. Dort werden wir dann stehen bleiben und Schluss machen für heute. Das heißt, ich werde jetzt noch ein klein wenig überziehen. Ich denke aber nicht, dass es euch stören wird. Übrigens, wir haben uns den Auflieger gar nicht so richtig angeguckt, fällt mir gerade ein. Aber das ist eh nur ein ganz normaler Dreisattel, Dreisattel. Es ist ein Dreiachser-Planen-Auflieger. Und dem gibt es eigentlich überhaupt nichts Besonderes zu erzählen. So, fahren wir halt mal ein bisschen mit Außenkamera. Das war jetzt ein bisschen schlecht gefahren, aber egal. Aber ich finde es unheimlich schwierig, mit der Außenkamera zu fahren. Mal gucken, ob ich es jetzt vielleicht ein bisschen besser hinkriege. Uah. Vergiss es, ich kann mit Außenkamera... Oh, wow! Wow! Und es sieht aus, als wäre ein Tsunami unterwegs. Eine Überschwemmung. Wow, sieht das hier cool aus. Wahnsinn! Ey, richtig cool. Richtig, richtig cool. So, es hat sich gerade bewiesen, in Außenkamera kann ich nicht fahren. Wobei ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ich hätte ja auch langsamer fahren können, da hätte ich aber runterschalten müssen, glaube ich. Weil der sechste Gang war schon echt so ein bisschen... Ja, der sechste Gang war schon relativ hoch. Und ihr wisst, ich bin manchmal zu faul mit dem Schalten. Wow. Und hier soll echt nur 70 erlaubt sein? Alter, diese Kurve, ey. Mir kommt das hier sowas von bekannt vor, Leute. Wir waren hier schon mal. Sind wir genau auf dieser Straße schon mal entlang gefahren? Mal gucken auf der Karte. Das sieht man jetzt hier nicht. Ey, aber ich glaube, wir sind hier tatsächlich schon mal gewesen, ne? Jetzt zwar nicht auf dieser Map, aber auf jeden Fall entweder Standard-Map, TSM, wie gesagt. Aber hier, das mit den Strandkörben und so, das kommt mir super, super bekannt vor. Hier waren wir schon mal, definitiv. So, und ich werde jetzt langsamer fahren, weil diese Kurven wollen mich verarschen. Kannst du glauben, dass man hier 70 fahren soll mit dem LKW? Naja, nur weil es da steht, heißt es ja nicht, dass ich 70 fahren muss. Und hier ist, ja, weder ein Hotel oder ein Motel. Das hier ist einfach nur ein gammeliger Parkplatz. Aber das muss halt eben reichen für heute Nacht. Oder zumindest für heute Abend. Och, Manu. Nicht absaufen. Wir sind wohl etwas schwer, glaube ich, für diesen Untergrund. So, hier kann ich auch noch pennen. Okay, dann will ich mich ganz kurz mal ein bisschen gerade hinstellen hier. Ein bisschen an den Zaun ran. So, jetzt bin ich glücklich. So. Jetzt sieht das Ganze auch noch ganz gut aus. Oh Mann, und wir haben hier eine tolle Aussicht. Ey, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde gleich noch mal ein bisschen schwimmen gehen hier. Obwohl, ja, wir haben November und wir sind an der Ostsee, ne? Könnte eventuell ein bisschen kalt werden. Mann. So, oh, wir haben 1 Uhr nachts und es regnet. Wahnsinn. Jetzt, wo ich gerade einen Cut mache. Ist aber auch nicht so wild, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das nächste Mal werden wir dann weiterfahren. Wir haben ja noch ein paar Kilometer vor uns. Oh, noch 2345. Aber, das ist ja Gesamtweg. Soweit haben wir es aber nicht mehr bis zur Fähre. Wir sind ja schon an der Spitze von Deutschland. Hier ist nämlich schon die, ja, hier. Paderborn gehört ja schon zu Dänemark. Flensburg ist so ziemlich die nördlichste Stadt Deutschlands.
Und ja, weit haben wir es nicht mehr bis zur Fähre, Freunde. Ich würde mal sagen, so ungefähr die Hälfte der Fahrtstrecke haben wir hinter uns. Vor allem, weil das nächste halt dann nur noch Autobahn sein wird. Das wird dann ein bisschen schneller gehen. Aber wie dem auch sei, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bitte, 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 bitte lasst ein bisschen Feedback da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.